Das nächste Thema, meine Damen und Herren, befasst sich mit Geldwäsche. Und zwar liegt davor eine EU-Richtlinie zur Geldwäsche, die in nationales Recht übersetzt werden muss. Insofern hat die Bundesregierung diese Umsetzung dieser Geldwäscherichtlinie jetzt hier, legt sie in erster Lesung vor. Es geht darum, dass gerade bei verschachtelten Unternehmenskonstruktionen leichter erkannt werden soll, welche Hintermänner diese Konstruktion aufgebaut haben. Erster Redner, der uns das erklären wird, ist jetzt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister, CDU. Ich habe Ihnen hier an dieser Stelle im vergangenen Monat das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz vorgestellt, wo wir uns versucht haben, in Konsequenz aus den Panama Papers mit der Frage, wie wir Steuerhinterziehung besser bekämpfen können, auseinandergesetzt haben. Bundesminister Wolfgang Schäuble hat einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, den wir in diesem Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht haben. Heute befassen wir uns mit den Herausforderungen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Wenn man die Anschläge von Paris und Brüssel im vergangenen Jahr, gestern in London sieht, dann ist es, glaube ich, nicht nachvollziehbar, wenn wir nicht energisch genug gegen die Finanzierung terroristischer Organisationen vorgehen. Und vor diesem Hintergrund gibt es die FATF, das ist die internationale Organisation, die sich mit der Frage, was man gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tun kann, befasst. Diese hat Empfehlungen ausgesprochen. Und diese Empfehlungen sind auf europäischer Ebene in der 4. Geldwäscherichtlinie niedergelegt. Diese Empfehlungen sagen nicht mehr, wir machen in Zukunft eine gleichmäßige Kontrolle über die gesamte Wirtschaft, sondern der Ansatz ist, zu versuchen, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in einem effizienteren Ansatz hinzugehen und zu sagen, wir machen in Zukunft eine risikoorientierte Kontrolle, gehen dort vertieft hin, wo wir Risiken identifizieren können, und nehmen dort die Ressourcen zurück, wo eigentlich keine Risikoindikatoren anschlagen. Das ist der Grundgedanke dieser Richtlinie. Die Richtlinie ist verabschiedet worden im Mai 2015. Die Umsetzungsfrist läuft bis Juni diesen Jahres. Und deshalb müssen wir jetzt hier im Bundestag über die nationale Umsetzung dieses Themas miteinander sprechen. Der erste Punkt ist die Errichtung der Financial Intelligence Unit. Das ist ein Ansatz, den wir in Deutschland bereits beim Bundeskriminalamt haben. Aber wir überführen das Ganze jetzt aus der Polizei in den Bereich der Finanzen. Das ist wichtig, weil wir hier zunächst einmal eine Institution schaffen wollen, die eine Filterfunktion hat und nicht einfach eingehende Verdachtsmeldungen unkontrolliert weiterleitet, sondern eine erste Prüfung durchführt über den Gehalt dieser Meldung und dann dafür sorgt, dass die zuständigen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden tatsächlich, wie ich es eben gesagt habe, risikoorientiert den tatsächlichen Verdachten nachgehen können. An der Stelle werden wir die FIU beim Zoll ansiedeln und personell deutlich aufstocken. Heute hat diese Einheit 25 Mitarbeiter. Wir streben in Zukunft 165 Mitarbeiter an, um deutlich zu machen, dass wir diese Aufgabe sehr ernst nehmen. An der Stelle ist dann auch die internationale Koordination. Denn wir haben ja nicht nur Verdachtsmeldungen aus dem Inland, sondern sie kommen möglicherweise aus dem Ausland. Und umgekehrt ist natürlich die Frage, wir müssen natürlich zu entsprechenden Partnerbehörden auch in anderen Ländern diese Verdachtsmeldungen weitergeben. Der zweite Ansatzpunkt ist ein sogenanntes Transparenzregister. Ein Transparenzregister, wo wir dafür sorgen wollen, dass bei allen wirtschaftlichen Akteuren, insbesondere bei juristischen Personen, klar ist, wer ist eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte, der dahinter steht. Das muss nicht zwingend der Eigentümer sein, sondern wir möchten wissen, wer hat den wirtschaftlichen Einfluss auf eine Einheit. Das werden wir im Transparenzregister niederlegen. Und an der Stelle wollen wir versuchen, mit möglichst wenig Bürokratie auszukommen. Deshalb nehmen wir bestehende Register her, zum Beispiel das Handelsregister, und werden die verlinken zu einem neuen Register. Und nur dort, wo wir Daten benötigen, ich sage mal bei Stiftungen, bei Trusts, werden wir neue Daten anfordern. Aber ansonsten versuchen wir, sparsam umzugehen, den Zweck zu erreichen, aber nicht, indem wir viel Bürokratie an der Stelle erzeugen. Es gibt eine intensive Debatte über die Frage, wer soll den Zugang zu den Informationen in diesem Register haben.
Wir sind der Meinung, dass wir uns an der Stelle an einer 1:1-Umsetzung des europäischen Rechts, wie es in der 4. Geldwäscherichtlinie steht, orientieren. Und das bedeutet, dass bei einem berechtigten Interesse Zugang besteht für Behörden, für Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes, für Journalisten oder auch für Nichtregierungsorganisationen, aber eben nur dann, wenn dieses berechtigte Interesse besteht. Wir haben das abgewogen vor dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gegenüber dem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und Datenschutzrechte des einzelnen Bürgers, weil wir glauben, wenn wir in diese Persönlichkeitsrechte eingreifen, dann muss dort auch ein entsprechender Grund und eine entsprechende Begründung für angeführt werden können. Wir haben an zwei Stellen in diesem Gesetz vorgesehen Ausweitungen im Bereich der Verpflichteten. Das ist zum einen der Bereich der Güterhändler. Bei den Güterhändlern haben wir heute schon die notwendigen Sorgfaltspflichten. Wenn sie Geschäfte abwickeln, dann sind sie Verpflichtete und müssen sozusagen geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten anwenden. An der Stelle wird aber ein Grenzwert verändert von heute 15.000 Euro bei Barzahlungen auf 10.000 Euro. Das heißt nicht, dass man bei Geschäften unterhalb nicht sorgfältig sein muss, bezogen auf Geldwäsche. Aber das heißt, dass man bei Barzahlungen oberhalb auf jeden Fall die Sorgfaltspflichten anwenden muss. Und wir haben dann den Bereich des Glücksspiels. Beim Glücksspiel ist es seither so, dass die Betreffenden nicht zwingend Verpflichtete sind. Sie werden jetzt Verpflichtete als Glücksspielangeber, Anbieter, es sei denn, es ist ein staatlicher Anbieter wie etwa die Lottogesellschaft oder es ist eine Gastronomie, wo ein Glücksspielautomat steht. An der Stelle ist zwar auch Glücksspiel, aber da sehen wir jetzt bei dem risikoorientierten Ansatz nicht unbedingt die Herausforderung. Und ich bitte Sie einfach, in der relativ knappen Zeit bis Juni sorgsam und intensiv dieses Gesetz mit uns zu beraten. Und ich hoffe, dass wir unseren Verpflichtungen in Richtung Terrorismusfinanzierungsbekämpfung und Geldwäschebekämpfung nachkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Als Nächster spricht der Staatssekretär Michael Meister, war das aus dem Bundesfinanzministerium. Nächster Redner ist jetzt Richard Pitterle für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Vor ungefähr einem Jahr war es Panama, vor ungefähr einem Monat Malta. In schöner Regelmäßigkeit wird über Geldwäsche und Steuerhinterziehung per Briefkastenunternehmen in Steueroasen berichtet. Es ist sozusagen längst Alltag, dass manche Reiche und Hyperreiche ihren Vermögen auf zwielichtigen Wege vor dem Zugriff des Finanzamts schützen. Das schadet uns allen, denn wenn Steuern nicht gezahlt werden, fehlt dringend benötigtes Geld für Schulen, Straßen und Krankenhäuser. Die Bundesregierung legt nun ihr Gesetz zur Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie der EU vor und präsentiert sich hier mal wieder als große Kämpferin gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Meine Damen und Herren, die Realität sieht leider anders aus. Die Bundesregierung schreitet nicht voran, sondern dackelt offenbar völlig überfordert hinterher. Bis zum 26. Juni, haben wir gehört, dieses Jahres ist die aus 2015 stammende Richtlinie umzusetzen. Und erst jetzt, kurz vor Schluss, wird die Bundesregierung tätig. Mehr noch, auf europäischer Ebene schnürt man längst am nächsten Maßnahmenpaket. Die Bundesregierung ist nicht Motor, sondern Bremse bei der EU-weiten Bekämpfung von Geldwäsche, und die Linke lässt Ihnen das so nicht durchgehen. Drei Punkte will ich zum vorliegenden Gesetz ansprechen. Erstens das Transparenzregister, einer der zentralen Punkte des Gesetzes. Darin sollen die wirtschaftlich Berechtigten, also die Wareneigentümer zum Beispiel eines Unternehmens, aufgeführt werden, damit X und Y sich nicht hinter irgendwelchen Briefkastenunternehmen verstecken können. So weit, so gut. Aber das Transparenzregister, das die Bundesregierung nun plant, ist nun leider genau eines nicht: transparent. Im Gegenteil, die Daten bleiben unter Verschluss und werden an die Öffentlichkeit nur herausgegeben, wenn man ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme nachweisen kann. Die Bundesregierung hat hier mal wieder dem Druck der Unternehmerlobby nachgegeben, die auf angebliche Gefahren durch Entführer verwies. Wir von der Linken fordern hingegen in unserem Antrag, dass das Transparenzregister uneingeschränkt öffentlich zugänglich ist, damit tatsächlich eine wirksame Kontrolle stattfinden kann. Ich komme zum zweiten Punkt im Gesetz, und der ist tatsächlich mal eine positiver Natur.
Die für die Verdachtsmeldung auf Geldwäsche zuständige Stelle war bisher beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Mit dem neuen Gesetz wird die Stelle dort herausgelöst und künftig als sogenannte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Generalzolldirektion und somit im Geschäftsbereich des Bundesfinanzministeriums untergebracht. Das ist grundsätzlich auch sinnvoll, denn genau dort sollten die Kompetenzen gebündelt sein, wenn man Geldwäschern und Steuerhinterziehern auf den Zahn fühlen will. Damit kommt die Bundesregierung, wenn auch mit kleinen Trippelschritten, wieder einmal einer unserer Forderungen entgegen. Immerhin hat die Linke schon 2013 die Einrichtung einer Bundesfinanzpolizei beim Bundesfinanzministerium gefordert, um Geldwäsche wirksam bekämpfen zu können. Wir freuen uns, dass die Große Koalition auch mal lernfähig ist und geben natürlich weiterhin gerne Hilfestellung beim Laufenlernen. Zum Beispiel muss die Bundesregierung sich auch hier von ihrem Sparzwang befreien und das entsprechende Personal kräftig aufstocken. Letzter Punkt. Die vollmundigen Ankündigungen der Bundesregierung und das Ergebnis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesminister Gabriel, Müller und Maas haben im letzten Jahr noch groß gefordert, auch weltweit mit gutem Beispiel voranzugehen und Briefkastenunternehmen zu bekämpfen. Da frage ich mich, wo bleibt denn nun die große Initiative seitens der Bundesregierung? Wir wollen doch hoffen, dass das am Ende nicht wieder bloß die hinlänglich bekannte heiße Luft ist. Aus meiner Sicht wäre es zumindest erforderlich, wenn Sie hier die Bußgelder nach dem Geldwäschegesetz anheben, auch die Bußgelder bei der Verletzung der Meldepflichten nach der Außenwirtschaftsverordnung deutlich anzuheben. Diese verpflichtet bekanntlich den Steuerpflichtigen Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft, zum Beispiel an einer GmbH in Panama, an die Bundesbank zu melden. Die Bußgeldrahmen unterscheiden sich deutlich für vergleichbares Fehlverhalten. Es wäre im Übrigen effizienter, Meldepflichten in einem Gesetz zu konzentrieren. Dies wäre auch für die Meldepflichtigen übersichtlicher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächster hat das Wort Richard Bitterle war das für die Linksfraktion. Weiter geht es mit Jens Zimmermann für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, man kann sehr gut an die Rede vom Kollegen Bitterle anschließen, denn der Kampf auch gegen Briefkastenfirmen, gegen Panama Papers, der eint uns ja. Und deswegen verhandeln wir ja auch gerade hier im Deutschen Bundestag das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz. Also man kann uns da sicherlich vieles vorwerfen, aber nicht, dass wir untätig sind. Aber gleichzeitig muss man an der Stelle eben auch sagen, da haben Sie schon ein bisschen recht, es gehört eben doch alles miteinander zusammen. Wenn man die Presse diese Woche verfolgt hat, The Russian Laundry, die russische Waschmaschine, um die es da ging, da haben ja Briefkastenfirmen auch eine Rolle gespielt. Und es zeigt eben, dass Geldwäsche nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema ist. Da werden Gelder aus zwielichtigen Kanälen gewaschen und es wird auch Geld gewaschen und Geld transferiert, was für terroristische Aktivitäten genutzt werden kann. Und deswegen eint uns, glaube ich, hier alle im Haus der entschiedene Kampf gegen Geldwäsche. Und auch hier die Tatsache, dass die Umsetzung jetzt sich ein bisschen nach hinten geschoben hat, ist ja kein Beleg dafür, dass wir wenig machen wollen, sondern ganz im Gegenteil. Das Ansinnen der Koalition und der Bundesregierung an dieser Stelle war ja, möglichst die fünfte Geldwäscherichtlinie, die wir jetzt noch bekommen werden, schon direkt hier mit reinzunehmen. Dass das, Sie wissen, wie in Brüssel manchmal die Verhandlungen laufen, jetzt nicht geklappt hat, ist schade. Aber es wäre falsch, das in diese Richtung zu interpretieren, meine Damen und Herren. Aber wenn wir uns anschauen, was wir in der Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie in diesem Paket jetzt drin haben, dann haben wir einen wirklich wichtigen Punkt, und das ist die Neustrukturierung der Financial Intelligence Unit. Ja, das ist die Zentralstelle, die den Kampf gegen Geldwäsche führt. Und wir begrüßen es sehr, dass wir an dieser Stelle eine deutliche personelle Aufstockung erleben werden.
Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, da müssen wir in den Verhandlungen auch noch, glaube ich, ein bisschen genauer drauf eingehen, ist eben die Koordinierungsfunktion mit den Ländern. Weil alle, die wir im Kampf gegen Geldwäsche immer wieder zusammensitzen, wir wissen auch, erfolgreich können wir in Deutschland nur sein, wenn Bund und die Bundesländer an einem Strang ziehen, meine Damen und Herren. Das Transparenzregister ist angesprochen worden, ein wichtiger Punkt. Und wir diskutieren jetzt noch so ein bisschen darüber, wer darf eigentlich auf diese Informationen in diesem Transparenzregister zugreifen. Es ist ja jetzt nun nicht so, als würden da ganz geheime Informationen drinstehen, sondern da steht letztendlich drin, wer ist der wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens. Und ich denke, das sind im Normalfall Informationen, die auch durch viele öffentliche Quellen zugänglich sind. Sie werden aus bestehenden Registern zusammengeführt und wir haben ein abgestuftes Verfahren. Behörden sollen da einen tieferen Einblick haben können als Geschäftspartner oder auch Journalisten. Das halten wir für richtig. Aber wir sollten im Laufe der Verhandlungen uns noch mal genau überlegen, ob wir wirklich diese Schwelle einziehen wollen, dass dieses berechtigte Interesse jedes Mal nachgewiesen werden muss. Weil es gibt, glaube ich, da an der Stelle nur zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass das immer dafür herhalten muss in Zukunft, dass man den Einblick nicht gewährt, wenn man das ganz hart fährt, oder umgekehrt, wenn man es ganz leicht macht, dass eigentlich jeder, der möchte, immer Einblick nehmen kann. Und dann sollten wir meiner Meinung nach nach außen auch das ganz klare Signal senden, jeder sollte da Einblick nehmen können, weil es eigentlich Informationen sind, wo niemand was zu verbergen hat. Und diese Güterabwägung, die können wir an dieser Stelle, denke ich, treffen. Die Güterhändler sind ein wesentlicher Teil im Kampf gegen Geldwäsche. Es sind nicht nur die Banken, es geht nicht nur um die Geldtransfers, sondern es geht auch um die Frage, was passiert am Ende eigentlich mit diesem Geld. Und deswegen halten wir es für den richtigen Schritt, dass die Schwelle von 15.000 auf 10.000 Euro gesenkt wird, ab der erhöhte Sorgfaltspflichten dann auch gelten. Ich glaube, auch das ist etwas, was wir in der Diskussion auch mit vielen Betroffenen erfahren haben, dass man da gerne bereit ist, sich auf diese Schwelle einzulassen, weil viele Unternehmen zunehmend auch merken, dass sie Risiken eingehen, wenn sie solch hohe Bartransaktionen akzeptieren. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir mit der Industrie, mit dem Handel sicher zu einer guten Lösung kommen. Wenn wir jetzt uns die weiteren Verhandlungen anschauen, wir sind heute in der ersten Lesung, der Bundesrat ist mit diesem Gesetz auch betraut, dann müssen wir vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle genauer hinschauen. Ich will einen Punkt explizit noch mal in den Blick nehmen, und das ist die Frage, was machen wir mit den Geldspielautomaten? Der Kollege Staatssekretär hat so schön von diesem einen Automaten in der Eckkneipe gesprochen, den wir jetzt nicht übermäßig belasten wollen. Da sind wir vollkommen einer Meinung. Aber mir geht es an dieser Stelle nicht um die Eckkneipe mit dem einen Glücksspielautomaten, sondern mir geht es um ganze Glücksspielcasinos, die teilweise, das muss man sagen, einen zweifelhaften Ruf haben. Und ich halte es für ein schlechtes Signal, wenn wir an dieser Stelle bei der Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes, dass wir an dieser Stelle genau diese Branche privilegieren und ausnehmen. Wenngleich, das gebe ich zu, wir nicht denjenigen ins Visier nehmen, der an diesem Automaten spielt, sondern wir wollen mit denjenigen reden, die solche Geschäfte betreiben. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es wert, dass wir in den weiteren Verhandlungen noch mal genau ins Thema reingehen und schauen, ob wir an dieser Stelle nicht auch für Betreiber von solchen Etablissements erhöhte Sorgfaltspflichten einführen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, die Rede von Jens Zimmermann war das für die SPD-Fraktion mit seinen Verbesserungsvorschlägen im Detail, die an dieser Stelle ja angemessen sind. Denn diese EU-Richtlinie wird in den Ausschüssen weiter beraten. Weiter geht es jetzt mit Gerhard Schick, dem finanzpolitischen Sprecher der Grünen. Zu dem russischen Geldwäsche-Thema, wo es in den Jahren 2010 bis 2014 mindestens 20 Milliarden Euro in der Europäischen Union an russischem Schwarzgeld gewaschen worden sind, ist schon angesprochen worden.
Und in dem Artikel finden sich zwei Zitate, die muss man sich schon noch mal in dieser Debatte in Erinnerung rufen. Das eine ist, Geldwäscher fühlen sich von der Bundesrepublik eingeladen. Und das andere Zitat, Geldwäscher lieben Deutschland. Das ist nicht das Bild, was wir von unserem Land gerne hätten. Die Diagnose ist auch nicht neu, sondern regelmäßig, wenn es um die Frage der Schattenfinanzzentren geht und internationale Rankings aufgestellt werden von den NGOs, dann taucht die Bundesrepublik Deutschland leider relativ weit oben auf. Und da ist die Frage, was passiert da eigentlich? Was ist da in den letzten Jahren passiert? Und jetzt haben wir wieder ein Gesetz, wo es im Wesentlichen um die Umsetzung einer europäischen Richtlinie geht, also nicht um einen eigenen Ansatz, das Defizit in unserem eigenen Land anzugehen, sondern es ist erneut praktisch getrieben von der Europäischen Union. Was notwendig gewesen wäre, in den letzten Jahren, seit 2009 ist der Bundesfinanzminister für dieses Thema zuständig, irgendwann in diesen Jahren mal zu überlegen, was machen wir eigentlich, um die Diagnose, diesen Zustand auch aus unserem eigenen Interesse heraus zu überwinden. Kann ja nicht sein, dass wir da immer nur warten, bis irgendwie die Europäische Union da handelt. Und vor allem angesichts des ständigen Fingerzeigs von Deutschland aus auf Steueroasen da und dort, ist es einfach nicht lauter, nicht vor der eigenen Haustüre zu kehren. Und das ist notwendig. Das Kernstück des Gesetzes, was am meisten jetzt in der Öffentlichkeit bekannt ist, ist das Transparenzregister. Und auch das ist schon 2014 von der Financial Action Task Force angemahnt worden, dass ein solches Register in Deutschland fehlt. Es ist eine langjährige Forderung, dass wir ein solches Register bekommen. Und jetzt könnte man froh sein, dass es das gibt. Aber es wird jetzt wieder die wirkliche Öffentlichkeit nicht hergestellt, weil dieses Register eben nur auf Antrag, wenn man ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, eingesehen werden kann. Und jetzt hat es zum einen das Problem, dass dann viele erstmal über die Beantragung abgeschreckt sind, diese Informationen zu nutzen. Vor allem wird es aber auch eine Problematik haben für die Qualität der darin enthaltenen Daten. Denn wie stellt man denn sicher, dass das, was in einem solchen Register steht, auch wirklich stimmt? Am besten über eine wirkliche öffentliche Kontrolle, dass Leute, die merken, da stimmen welche Daten nicht, dass das korrigiert werden kann. Deswegen wird ein wichtiger Punkt für uns in den gesetzlichen Beratungen sein, dass wir es schaffen, das zu einem wirklich öffentlichen Register zu machen. Das ist auch aus Teilen Ihrer Parteien gefordert worden, ist eine Forderung aus der Zivilgesellschaft und wir werden uns dafür stark machen. Ein nicht öffentliches Transparenzregister schafft keine wirkliche Transparenz. Deswegen brauchen wir hier eine Korrektur. So, und auf der anderen Seite fehlt es aber auch wieder an Datenschutz. Denn da ist ja das, was uns manche Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, nicht ganz falsch. Dort, wenn es private Informationen der Person betrifft, gibt es einen Anspruch, die zu schützen. Wir wollen nicht, dass sich Unternehmen verschleiern können, aber Privatpersonen haben einen Anspruch darauf, dass ihre privaten Daten geschützt werden. Und deswegen meinen wir, dass man da auch noch mal drüber reden muss, ob man nicht hier mit einer Verschlüsselung der privaten Informationen ein Stück mehr Datenschutz erreichen kann. Auch das werden wir einbringen in die Beratung. Wenn es jetzt um diese Verlagerung der Financial Intelligence Unit geht, dann werden wir uns das noch mal deutlich anschauen müssen. Ein Aufwuchs der Beschäftigten ist sicher hilfreich, aber allein die Verlagerung wird das Strukturproblem, dass die Informationen aus vielen Branchen überhaupt nicht kommen, dass die Verdachtsmeldungen nicht da sind, dass sie auch nicht die richtige Qualität haben, dass die Behörden nicht zusammenarbeiten, das alles ist damit noch nicht gelöst. Und deswegen bleibt der Appell an die Verantwortlichen in Bund und Ländern, sich endlich bei der Frage, wie stellen wir uns organisatorisch, behördlich auf, welche Behörde macht was und wie arbeiten sie zusammen, dieses seit Jahren bekannte Problem endlich sinnvoll anzugehen. Und ich will auch noch einen Punkt kurz ansprechen, das ist die Frage, die jetzt gerade auch auf europäischer Ebene diskutiert wird und wo die Bundesregierung auf der Bremse steht, ist die Frage, kann man eigentlich bei Immobilieneigentum feststellen, wenn man zum Beispiel Vermögen einziehen will von Kriminellen, wem da was gehört? Und ich glaube, auch da gibt es in Deutschland noch einen Nachsteuerungsbedarf, den wir hier diskutieren sollten.
es sollte vielleicht nicht so sein, dass wir da wieder auf eine europäische Initiative und Druck warten, sondern auch aus unserem Interesse dafür sorgen, dass hier Strafverfolgungsbehörden die nötigen Möglichkeiten haben, die Strafverfolgung zu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes spricht Dr. Frank Steffel von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute die vierte EU-Geldwäscherichtlinie und hatten in der Tat die Absicht, das mit der fünften gemeinsam zu machen. Das macht ja auch Sinn, denn es sind übrigens erhebliche Veränderungen auch für die Strukturen, für die Kontrollmechanismen, für das Controlling von Zehntausenden von Unternehmen in Deutschland. Insofern sollte man das nicht jedes halbe Jahr neu regulieren. Leider hat die EU den Zeitrahmen, den sie sich vorgenommen hat, nicht eingehalten. Insofern werden wir jetzt, und der Koalitionspartner hat zu Recht darauf hingewiesen, bis Juni selbstverständlich die vierte EU-Geldwäscherichtlinie in Deutschland umsetzen und unseren Beitrag dazu leisten, dass Geldwäsche in Deutschland noch weniger stattfindet und Terrorismusbekämpfung noch effizienter erfolgen kann. Mit Panama-Briefkästen hat das übrigens alles leidlich wenig zu tun. Wir sind uns völlig einig. Das ist eine Sauerei. Das muss international, wo immer es noch möglich ist, bekämpft werden. Das muss sanktioniert werden. Hier müssen diejenigen bestraft werden, die es zulassen und diejenigen, die es tun, in Deutschland und überall auf der Welt. Es gibt aber eine Gemeinsamkeit. Beides geht nur international. Sowohl Geldwäschebekämpfung und Terrorismus als auch Steuerhinterziehung und das, was sich unter dem Begriff Panama-Briefkastenfirmen, Panama Papers verbirgt. Insofern kann man auch an heutigen Tage mal positiv feststellen, dass bei aller Kritik, ich sage das gerade auch den vielen jungen Zuhörern hier heute im Deutschen Bundestag, bei aller Kritik an Europa und an dem, was wir manchmal schlecht umsetzen und langsam umsetzen, auch Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eben nur gemeinsam in Europa geht. Denn Geldwäsche macht vor deutschen Grenzen nicht Halt, aber es macht eben auch vor polnischen, vor österreichischen oder vor französischen Grenzen nicht Halt. Und insofern müssen wir es in Europa gemeinsam tun und werden das auch tun. Die Kritik, Herr Schick, und Sie haben ja hier zu Recht auch in vielen Berichterstattergesprächen sehr kritisch das angemahnt, an der Umsetzung in Deutschland eint uns, glaube ich, alle. Wir stellen fest, dass in den 16 Bundesländern, die dafür zuständig sind, die Umsetzung ziemlich leidenschaftslos betrieben wird. Wir in vielen Ländern einen Mitarbeiter in irgendeiner Behörde haben, nicht mal einheitlich in den Bundesländern. Und deswegen unterstützen wir die Bundesregierung ausdrücklich darin, dass man mehr zentralisiert, Stellen auf Bundesebene schafft, den professionellen Zoll einsetzt und dann wirklich sehr konsequent Verdachtsmeldungen nachgeht. Denn das ist das für mich Allerfrustrierendste. Wir haben viele Unternehmen, übrigens ganz, ganz große und viele mittelständische in Deutschland, die sagen, wir melden die Verdachtsfälle. Wir haben einen konkreten Verdacht, dass vielfach auch Menschen nicht deutscher Nationalität in Deutschland Geldwäsche betreiben, indem sie Güter kaufen, indem sie Bargeld in Umlauf bringen und vieles andere mehr. Aber wir stellen fest, dass unseren Verdachtsmeldungen überhaupt nicht nachgegangen wird, dass wir die Verdachtsmeldung abgeben und wir über Monate von der Behörde überhaupt nichts hören. Und ich glaube, das ist die Mindestvoraussetzung, die man als Staatsbürger haben kann. Wenn wir hier ein Gesetz beschließen, dann muss es auch ernsthaft dort umgesetzt werden, wo es kontrolliert wird und nicht nur in den Unternehmen und in den Organisationen, die die Meldung machen. Zweiter Punkt, Bargeld. Ich will das durchaus auch mal ganz menschlich hier sagen. Wir stellen in Deutschland eine hohe Sensibilität im positiven Sinne bei Bargeld fest. Wir haben weniger Kreditkartengeldverkehr als fast alle vergleichbaren Länder in der Welt. Und sobald Boulevardesk aufgemacht wird, die 500-Euro-Note verschwindet, haben die Deutschen das Gefühl, man geht ihnen an ihre Interessen, mit Bargeld zahlen zu dürfen, nicht alles zu dokumentieren, an ihren persönlichen Datenschutz, an ihre persönlichen Bürgerfreiheiten. Also hier möchten wir die Menschen auch beruhigen und sagen, nein, das werden wir nicht tun, sondern Es wird von Fachleuten, es wird von Medien geführt, übrigens auch von Politikern, Herr Kollege Binding. Und das wird nicht stattfinden, sondern es wird auch in Zukunft jedem Deutschen möglich sein, da, wo er ganz legal mit Bargeld bezahlen möchte, das mit Bargeld zu tun. Hier muss niemand Sorge vor dieser Bundesregierung und dieser Koalition haben. Transparenzregister, Herr Schick, Sie haben das sehr verkürzt dargestellt. Und da Sie
Fachmann sind und nicht so naiv sind, wie Sie sich hier verkauft haben, wissen Sie ganz genau, dass natürlich nicht ein Student dort nachts am Computer sitzt und im Transparenzregister stöbert und nebenbei den russischen Oligarchen oder den Mafiosi oder den Terroristen entdeckt. Das ist natürlich absurd. Die Hauptarbeit müssen natürlich staatliche Stellen leisten. Da können Journalisten helfen. Die Hauptarbeit müssen natürlich NGOs leisten. Dann haben wir es zugelassen, dass jeder, der ein Geschäftsinteresse hat, die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte prüfen, ob derjenige, der jetzt bei mir etwas kauft, an den ich jetzt etwas verkaufe, ob derjenige irgendetwas im Dunkeln hat. Wir gucken, wer es wirtschaftlich begünstigt. Und hier eine, aber Herr Schick, und hier eine Hexenjagd draus zu machen und den Eindruck zu erwecken, dass jeder stille Gesellschafter und jeder, der aus irgendwelchen Gründen an einer deutschen Gesellschaft beteiligt ist, ein potenzieller Geldwäscher ist, das wird der deutschen Wirklichkeit nicht gerecht. 99,9% der deutschen Unternehmen sind überhaupt nicht von dem betroffen, was wir hier diskutieren. Wir reden über einige wenige schwerstkriminelle Straftatbestände und die wollen wir noch besser hinbekommen. Im Übrigen ist Deutschland deshalb so betroffen, weil es eben sehr zentral in Europa ist und weil es übrigens auch ein sehr freiheitliches Land ist, weil es ein sehr großes Land ist. Und hier ist natürlich eine Güterabwägung zu treffen. Übrigens in vielen Fragen, wir werden hier mit Augenmaß vorgehen, übrigens auch was den Güterhandel betrifft. Wir hören sehr dezidierte Hinweise von internationalen Konzernen, die sagen, Achtung, reguliert in Deutschland nicht schärfer als in anderen europäischen Ländern. Ihr macht unsere Geschäfte in Europa, in Asien, in Amerika kaputt, weil wir uns an deutsches Gesetz halten müssen und unsere Wettbewerber machen das nicht. Und wir werden auch darauf achten, dass wir die Bürokratie nicht überborden. Es kann nicht sein, dass jeder Gebrauchtwagen, der für 1200 Euro an einen Studenten verkauft wird, unter den Verdacht der Geldwäsche gerät. Das ist absurd. Es hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und hier haben wir auch im Parlament jetzt 4 Wochen Zeit bis zur Anhörung Ende April. Wir werden das in aller Ausgewogenheit tun. Die Menschen sollen wissen, uns liegt Geldwäschebekämpfung am Herzen, Terrorismusbekämpfung ohnehin. Aber wir werden auch mit Augenmaß dafür sorgen, dass nicht Zehntausende von Unternehmen und Millionen von Bundesbürgern betroffen werden, weil es einige wenige furchtbare kriminelle schwarze Schafe gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Steffel. Also Frank Steffel war das für die CDU-CSU-Fraktion. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, ja, aber mit Augenmaß war seine Botschaft nach ihm jetzt Lothar Binding, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht eine kleine Sache zuvor, die mich gewundert hat. Ich habe bei Google mal nach Geldwäsche gesucht und dann werde ich mit dem Pop-up beglückt. Das hört sich so an, diesen Freitag jetzt mitspielen, Euro-Jackpot, diesen Freitag rund 49 Millionen. Hat mich gewundert, dass in diesem Kontext dieses Pop-up kommt. Da merkt man aber, was im Hintergrund von Google verknüpft wird. Der Gerhard Schick hat gesagt, dass Deutschland, das als Zitat, ja, so Geldwäscher einlädt und hat 20 Milliarden erwähnt. Also soweit wir wissen, sind von den 20 Milliarden ungefähr so 30 bis 40 Millionen in Deutschland gewaschen worden. Ist eine andere Größenordnung. Deshalb denke ich, wenn wir so pauschal machen, kommen wir der Sache nicht näher. Welche Zutaten sind übrigens bei dem Beispiel, das er genannt hat, überhaupt beigegeben? Ich nenne die mal. Eine russische Firma, die Schwarzgeld hat. Also das will natürlich Schwarzgeld versorgen, das ist klar. 2 Briefkastenfirmen, nicht in Deutschland, sondern in Großbritannien. Ich nenne die mal A und B. Dann ein Richter aus Moldau. Fragt man sich, warum Moldau? Gibt es eine kleine Antwort? Wir haben ein Assoziationsabkommen, Freihandel mit Moldau. Deshalb gelten Rechtsverhältnisse in Moldau auch für die EU. Und ein Staatsbürger aus Moldau. Also es ist schon mal Russland, England, Moldau und Deutschland. Jetzt schauen wir mal, was da eine Rolle spielt. Also jetzt macht die Firma A mit der Firma B einen Vertrag, dass A der Firma B ganz viel Geld leiht. Leiht aber gar kein Geld. Aber die Bürgschaft für dieses Leihgeschäft übernimmt die russische Firma und der Bürger aus Moldau, also 2 Bürgen. Nun verlangt die Firma A das gar nicht geliehene Geld an die Firma B zurück. Naja, obwohl noch gar kein Geld geflossen ist. Weil B aber nicht zahlt, ist ja klar, hat ja auch kein Geld bekommen, verklagt jetzt A B in Moldau auf Rückzahlung dieses nicht bezahlten Geldes. Der Bürger in Moldau, der ist aber zuständig. Der Richter aus Moldau entscheidet jetzt, dass die Schuldforderung zu Recht besteht.
Also wenn die zu Recht besteht, müssen die Bürger natürlich zahlen. Ist ja ein Rechtsgeschäft, das dort gültig ist. Deshalb übernimmt jetzt die russische Firma die Überweisung an eine Firma, an den Gerichtsvollzieher in Moldau, und der wiederum überweist auf ein Konto der Firma A, aber auf ein Konto in Lettland. Jetzt merkt man, was da eine Rolle spielt. Und das Schwarzgeld ist nun in Lettland auf dem Konto der Firma A in der EU angekommen. Und mit diesem Geld gibt es jetzt Bestellungen bei der Firma Bogner im Auftrag der russischen Firma, die mit diesem Schwarzgeld in einer ganz großen Dimension in Deutschland einkauft. Jetzt könnte man sich noch fragen, ob der Außenhandelsvertreter der Firma Bogner nicht hätte auch spüren können, dass da möglicherweise noch andere Geschäftsmodelle im Hintergrund sind und ob wir ihn nicht verpflichten sollten, auch dort aktiv zu werden. Also da merken wir, es ist nicht ganz so einfach, wie es hier vorgetragen wurde. Es ist nicht nur Deutschland, sondern es ist ein großes Geflecht in einer komplizierten Konstruktion, die das alles möglich machen. Umso mehr müssen wir mit den anderen Ländern darüber reden. Und wer ist eigentlich beteiligt? Es gibt ja immer drei Schritte. Die Einspeisung des Schwarzgeldes in den Markt, die Verschleierungsmechanismen, die wir haben, und dann die Integration des Weißgeldes in den Markt. Wer ist hauptsächlich beteiligt? Spielbanken, Pferderennen, Hotels, Wechselstuben, Bankkonten, Automatenwirtschaft. Kleine Bemerkung, der Jens Zimmermann hat das schon erwähnt, da haben wir uns ein bisschen gestritten und geärgert. Im Entwurf war nämlich klugerweise die Automatenwirtschaft drin. Jetzt hat die CDU erreicht, die wieder rauszunehmen. Das fanden wir einen schweren Fehler, weil natürlich sind die Betreiber dieser Automatensalons, von denen allein im Umfeld meiner Wohnung 6 Stück da sind, natürlich ist zumindest nicht ganz klar, dass dort Geldwäsche unmöglich ist, sagen wir es mal so. Insofern wäre es klug, sich dort noch mal zu kümmern. Da müssen wir sicher noch ein bisschen streiten, dass die wieder reinkommen. Aber auch deutsche Banken haben natürlich fragwürdige Überweisungen aus Russland angenommen. Auch dort hat niemand genauer hingeguckt, wäre gut gewesen. Die Verschleierung funktioniert, das kennen wir schon. Scheingeschäfte, Offshore-Banken, Briefkastengesellschaften, Scheingesellschaften, Strohmänner. Es gibt gefälschte Rechnungen, Rückdatierungen und so weiter. Und die Quellen und die Senken sind Korruption, Waffen-, Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung. Also es lohnt sich, dass wir uns darum kümmern. Und deshalb die Antworten im Gesetz: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in der vorgetragenen Weise halten wir für eine sehr gute Idee. Einrichtung Transparenzregister halten wir auch für eine gute Idee. Und zu sagen, dass der, sagen wir mal, wer ein berechtigtes Interesse hat, reingucken kann, inklusive der Journalisten, ist schon eine Brücke in die Öffentlichkeit. Vielleicht kann man da noch mehr machen, aber als ersten Schritt hätte ich gedacht, das ist ganz gut. Und vielen von denen verdanken wir ja die Erkenntnisse, die wir in diesem Kontext haben. Also insofern ist es sehr gut. Ein letzter Satz. Ich finde auch die Verschärfung der Sanktionen von 100.000 Euro auf 1 Million hinreichend, weil es handelt sich um die übelsten kriminellen Machenschaften, die wir beobachten können. Deshalb ist wahrscheinlich eine Geldbuße von 1 Million angemessen. Und für eine erste Lesung, glaube ich, das ist ein sehr guter Aufschlag. Wir warten auf die zweite und dritte Lesung. Vielen Dank, Herr Kollege. Soweit Lothar Binding, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, mit seiner Bewertung dieser Umsetzung. Weiter geht es mit Hans Michelbach, CDU-CSU. Eine Studie von 2016 schätzt das Geldwäschevolumen in Deutschland pro Jahr gar von 100 Milliarden Euro. Eine unglaublich hohe Zahl. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich weiß aber, dass Ihr Zitat, Herr Dr. Schick, falsch ist. Geldwäsche und Geldwäscher dürfen sich in Deutschland nicht eingeladen fühlen. Das Gegenteil ist der Fall. Und Herr Dr. Schick, das wissen Sie. Natürlich ist es das Ziel von Kriminellen, dorthin zu gehen, wo es eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine hohe Wirtschaftskraft und eine hohe wirtschaftliche Wertschöpfung gibt. Das ist die automatische Anziehungskraft eines guten, erfolgreichen Wirtschaftsstandorts. Aber, und das ist das Wichtige dabei, wir wollen in Deutschland saubere Geschäfte. Wir wollen keine Kriminellen, wir wollen keine Steuerhinterziehung. Und ich habe den Eindruck, Herr Kollege Binding, es wird in diesen Zeiten immer mehr Mode, den Standort Deutschland eher schlecht zu reden. Wir sind stark als Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, wir können und müssen trennen zwischen den sauberen und unsauberen Geschäften. Und deshalb Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung,
werden von uns mit aller Entschiedenheit bekämpft. Gerade in Zeiten, in denen die Terrorismusgefahr so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, müssen wir auf allen Gebieten intensiv gegen den Terrorismus vorgehen. Dazu kann nicht nur die Innen- und Sicherheitspolitik einen wichtigen Beitrag leisten, sondern eben auch die Finanzpolitik. Denn schließlich planen Kriminelle und Terroristen oft auch mit finanziellen Mitteln, um ihre extremen Pläne umzusetzen. Insofern tragen wir auch mit diesem Gesetz zu einer klaren Bekämpfung bei. Es ist ein gutes Zeichen, dass in dieser Woche, in der wir das 60-jährige Bestehen der römischen Verträge feiern, Europa auf diesem Gebiet vereint vorangeht. Und das sollten wir auch positiv festhalten. Mit europaweit einheitlichen Regeln können eben am besten Geldwäsche und Terrorismus effizient bekämpft werden. Schließlich haben wir und haben uns die Anschläge der vergangenen Jahre gezeigt, dass Terroristen nicht national, sondern international agieren. Die dritte Geldwäscherichtlinie gilt in Deutschland nun 10 Jahre. Und es ist selbstverständlich, dass wir angesichts der vielen Entwicklungen, der zusätzlichen technischen Möglichkeiten auf die neuen Vorgehensweisen zur Geldwäsche und Terrorfinanzierung reagieren müssen. Und wir verbessern mit diesem Gesetz ganz klar die Effizienz. Dies tun wir mit der heutigen Einbringung des vorliegenden Gesetzes zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die die dritte EU-Geldwäscherichtlinie ablöst. Und wir erwarten auch die fünfte EU-Geldwäscherichtlinie, sobald das EU-Parlament dies beschlossen hat. Konkret bedeutet dies, dass wir die Empfehlungen weiter voranbringen. Und die bedeutendsten Änderungen sind natürlich nun mal hier die Geldwäscherisiken anhand von Listen. Und wir haben jetzt mit dem elektronischen Transparenzregister eine gute Lösung, hier auch weitere Erfassung voranzubringen. Damit erhöhen wir die Transparenz und erschweren gleichzeitig den Missbrauch von Gesellschaften und Trusts für Geldwäsche, Steuerbetrug und Terrorismusfinanzierung. Zukünftig müssen die Finanzinstitute auch die Risiken ihrer Niederlassungen im Ausland erfassen und damit entsprechende Maßnahmen danach ausrichten. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Das ist das Problem, das international besonders in vereinter Kraft hingesehen werden muss. Dabei, und das ist mir wichtig, darf es nicht zu pauschalen Generalverdacht kommen, es darf nicht zur Überbürokratie kommen und es darf nicht zu falschem Aktionismus kommen, wie das hier heute angeklungen ist. Das ist letzten Endes der falsche Weg. Wir müssen schon genau die Schnittstelle betrachten, wo letzten Endes etwas kriminell wird, wo Steuerhinterziehung stattfindet, und nicht pauschal alles in Grund und Boden verdammen. Das ist falsch, und deswegen müssen wir ganz gezielt dies vornehmen. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, dass wir als starker Wirtschaftsstandort auch die Verantwortung haben, dass hier das kriminelle Geschäft, der Steuerbetrug, Terrorismusfinanzierung von den anderen Dingen klar getrennt werden. Und das werden wir mit der Beratung mit diesem Gesetz vornehmen. Herzlichen Dank. Hans Michelbach war das für die CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser Debatte zur Geldwäscherichtlinie, die Michelbach im Großen und Ganzen gelungen findet.